Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 2205. Und wir haben in der letzten Folge hier den Mond besiedelt, da wollen wir nochmal kurz hinschauen. Und wir haben ein bisschen Geld verloren. Gut, ich meine, wir lassen jetzt die anderen Anteilseigner auch für unsere Anteile. Boah. Aber stellt euch mal vor, wir würden richtig viel Verlust machen, ne? So richtig viel. Mit Absicht. Und dann kaufen wir ganz billig unsere Anteile zurück, denn die will ja keiner haben. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Okay. So, unser ganzer Einfluss bei Samen International. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Insider. Und das Problem ist, dass wir trotz allem... dass wir trotz allem... 75 und... ich wollte seinen Laden eigentlich echt kaputt machen. Wobei, sein Laden ist eigentlich echt kaputt. Prognose absteigend. Stagnierend. Die mag ich, die will ich eigentlich nicht kaputt machen. Die mag ich nicht. Hm. Es ist aber auch blöd, eine Firma zu kaufen, die komplett im Arsch ist, ne? Das ist definitiv auch blöd. Landwirtschaft. Ja, wir müssen mal gucken, was wir da machen. Wir müssen mal gucken, ne? Wir müssen hier die Manager-Skills auspacken. Die nicht vorhandenen Manager-Skills. Schauen wir mal. Also die wollen hier auf dem Mond unbedingt Kybernetik-Teile. Und die wollen die auf der Erde ja auch. Das heißt, sobald wir die Kybernetik-Fabrik haben, ist das eigentlich kein Problem. Also das hier produziert 10 seltene Erden und eine Fabrik macht das. Das passiert allen, die sich in den Weg stellen. Wie viel deinen Truppen hier einen Raumhafen zu besetzen? Inadäquater Warenversorgung. Sag mal, ist dem eigentlich langweilig oder so? Die Orbital Watch fängt alle eingehenden, ausgehenden Waren ab. Betreten Sie den Sektor Wildwasserbucht. Boah, den ist doch echt langweilig, oder? Den ist doch echt langweilig. Wir kümmern uns jetzt mal um unseren eigenen Kram. Moment mal, hier werden schon... Nee, hier wird Solarenergie. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich hier keinen Unsinn mache. Nee, seltene Erden haben wir noch nicht. Okay, dann bauen wir hier seltene Erden ab. Und verbinden das hier mit der Hauptlane, genau. Und dann bauen wir hier noch einen Schildgenerator. Also grundsätzlich ist der Mond wahrscheinlich ein Draufzahlgeschäft. Oder ist er ja? Angestellte sind Strahlung ausgesetzt. Ne, das wollen wir natürlich nicht. Oder doch? Nein. Aber ich will das trotzdem hier hinbauen. Oder besser gesagt hier. Hier. Angemessen. Beginnt eine Option. Warentransport verzögert sich. Ursache? Transportation. Moment, chillt mal, Leute, chillt mal. Ich muss mich jetzt konzentrieren. So. Jetzt haben wir den Transporterknappheit. Das heißt, wir brauchen mehr Mondtransporter. Brauchen wir hier gegenüber. Neue Baupläne verfügbar. So, und jetzt haben wir hier zu wenig Strom. Ach, komm schon. Das sind riesige PV-Anlagen. Aber es hilft natürlich nicht für alle Ewigkeit, das ist mir schon klar. So, minus 5000, wir machen so viel Minus, aber wir haben Geld auf dem Konto, weil die unsere Anteile gekauft haben und wir werden die billiger zurückkaufen. Wir werden die Verluste wieder ausgleichen. Kybernetikherstellung. Ah.
2. 3. 4. Neue Gebäudearten. 5. 5. Oh, das nehme ich. Und ein Modul geht, glaube ich, noch. Und es reicht ja auch noch vom Ding, genau. Also wir können die ja komplett ausbauen, ist ja kein Stress. 6. Jetzt sehen wir nicht, dass da oben die Angestellten jetzt Strahlung ausgesetzt. Ach komm schon. Das bisschen Strahlung da in dem Eck. Ach, ganz ehrlich. Das geht genau am Gebäude vorbei. Nur weil die hier Mittag machen müssen. Oh Mann, ich habe einen Brief aus der Heimat bekommen. Ja, schön. Schau, die kriegen da oben sogar noch Briefe aus der Heimat. Die brauchen auch so viel Strom, die Dinger, oder? 50, ja eigentlich nicht. Die Fabrik braucht einfach so viel Strom. Oh, unser armes Geld. Oh, minus 7600. Und der unser Anteilseigner muss halt gerade 2000 bezahlen für unsere Schulden. Eigentlich ist das schon nice. Wir können natürlich unsere ganze Firma verhökern und dann einfach nur die anderen bezahlen lassen. Okay. Okay. Also, wir haben jetzt plus 6 Kybernetik. Und jetzt... Ah, hier noch irgendwas forschen soll ich genau... Ah ja, Technologie Nexus. Ich muss sagen, hier finden Sie einen Überblick über alle Orbitalforschung. Stimmt, das habe ich auch in Bitte den Kommentaren gelesen. Die Forschungsprojekte, die Sie in Auftrag geben wollen. Bitte bleiben Sie motiviert. Nachfolgeprozess cool. Begonnen. Ist ja nice. In Bearbeitung. Cool, dann bearbeite das mal. Ich möchte aber vorher noch eine Transferroute einrichten, auch wenn der unten gerade alles abfängt, aber so aus Prinzip, damit die schon mal eingerichtet ist. Und zwar biometrische Erweiterungen vom Mond. Zeigt das nicht mit dem Handelsnetz verbunden. Was? Wir haben doch hier einen. Oh. Achtung! Konvoi mit nicht identifizierten Fahrzeugen hat Sektorgrenze passiert. Hallo, können Sie mich hören? Hm? Bitte melden. Ich bin Sandra Haynes. Tut mir leid, dass ich in Ihr Gebiet eindringen muss, aber wir haben wohl den gleichen Feind. Ich spreche für die Luna Excavation Corp., sofern Sie diese immer noch anerkennen. Mal schauen. Ja, ja, die Schafe eilen zu denjenigen zurück, die sie früher geschoren haben. Er mag sie nicht, also mag ich sie nicht. Die Wölfe sind schon an der Tür. Ihr wisst ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Hören Sie zu, ich sollte das vertraulich halten. Aber Sie sollten wissen, dass einige Angehörige der LEC heimlich zur Erde geflohen sind. Die Global Union hat keine angemessene Lösung gefunden. Also wurden sie in die Protektorate der Arktis gebracht. Und nun bin ich darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass Drake mit einer Flotte Schlachtschiffe unterwegs ist, um sie auszulöschen. Bitte, Sie müssen einschreiten. Was für ein dreckiger er einfach ist. Ich bin froh, dass wir sie gefunden haben. Es gibt nur wenige LEC-Kolonien, die nicht von der Orbital Watch kontrolliert werden. Ich kann Ihnen den restlichen Vorrat aus unseren Lagerhäusern verkaufen und mit dem Gewinn Versorgungsgüter einkaufen. Das wäre ein gutes Geschäft. Ja. Fusionsenergiezellen. Oh. Okay, langsam macht mich diese Zahl nach oben aber schon nervös. Weil wenn ich jetzt meine eigenen Anteile zurückkaufe, auch wenn es billig ist, kriegen wir das Warnung. Nicht so schnell abgestellt. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Okay, mein Plan ist nicht ganz optimal durchdacht. Ich glaube, wir machen mal was. Du hältst dich immer noch an die Firma. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern. Ja, passt schon. Das hier brauchen wir nicht unbedingt. Vorsehen.
Diese Leute schießen erst und stellen danach keine Fragen. Wir schalten mal alles ab, was wir gerade nicht akut brauchen. Ja, jetzt haben wir zu wenig Energie, ne? Ja, das ist schon doof. Das können wir nicht abschalten. Was können wir denn noch abschalten? Das hier können wir ab... Alter. Was ist das hier? Ionenschweißer. Ah, okay, für Sauerstoff. Mist. Okay, alles, was irgendwie Lebenshaltung ist, können wir natürlich nicht abschalten. Das wäre irgendwie... Weiß ich nicht. Irgendwie falsch. Aber wir können uns um ein paar andere Dinge kümmern. Seien Sie siegreich. Ich finde es cool, dass man theoretisch alles auch ohne Krieg regeln kann. Ja. Aber erstmal müssen wir uns um ihn hier... Er ist halt jetzt gleich... Wir haben jetzt gleich zwei Fronten auf einmal. Ne? Kommt planmäßig an. Verteidigungslinie Tuna. Intervention erforderlich. Ah, warum müssen wir die Welt retten? Wieso? Da ist unsere Flotte, die ist praktischerweise gerade noch hier am Start. Wir müssen 39 Schiffe abschießen. Huch. Wir werden beschossen. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestarte Nuklearraketen. I like this. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Schiff verloren. Was? Energieschilde aktiv. Reparaturdrohnen gestartet. Waffensysteme. Dafür werdet ihr bezahlen. Mit eurem Leben. Dem Schiff von uns kaputt gemacht. Ach so. Aber wir bekommen es von alleine wieder gut. Ihr werdet trotzdem mit eurem Leben dafür bezahlen. Aus Prinzip. Bestätigt. So. Dann sammeln wir mal ein bisschen Treibstoff ein. Und dann würde ich sagen, weiter geht die wilde Fahrt. 21 Schiffe haben wir schon eliminiert. Im Gange. Starte Nuklearrakete. Ich finde das immer noch so absolut overpowered. Aber gut, ich meine. Ja, wir müssen noch ein Stückchen ran. Sind unterwegs. Starte Nuklearrakete. Roger. Nächster Versorgungsflug. So, wo sind denn noch Freunde? Da. Ne, wir müssen noch ein Stück näher dran. Koordinaten bestätigt. Nuklearrakete abgeworfen. Verstanden. Tja, also ich hoffe, die haben hier im Jahr 2205 eine Möglichkeit gefunden, Nuklearraketen zu bauen, die keinen radioaktiven Fallout haben. Das ist theoretisch möglich. Koordinaten bestätigt. Mit Wasserstoffbomben. Aber ich weiß nicht. Kann man eine Wasserstoffbombe bauen, die nicht gleich eigentlich die ganze Minimap hier wegmacht? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Koordinaten bestätigt. Aber wir haben jetzt eh keine Nuklearraketen mehr. Aber wahrscheinlich. Sind unterwegs. Ja, theoretisch müsste das schon gehen, ja. Unsere Einnahmen müssten auch theoretisch gleich wieder steigen. Sobald die Belagerung hier vorbei ist. Ziel bestätigt. So.
Hier, der greift jetzt unser Kommandoschiff an, ne? Also wir müssen noch ein Schiff versenken. Ein einziges. Wir haben keine Nuklearraketen und sonst nichts mehr. Bombdrohne. Feuer frei! Feuer! Was dauert das so lang? Ich würde mich nicht so sicher fühlen. Naja, also ich, das heißt nicht so sicher fühlen. Der hat mich bedroht, ne? Also ich würde nicht sagen, dass das eine weiße Flagge war. Also habe ich nicht gesehen. Kampfstationen, sie greifen an. Dass das Ding Gebot auf Firmenanteile registriert. Eigenes Bieten wird empfohlen. Sag mal, ist der eigentlich dumm oder so? So rein aus Interesse? Ist der dumm? Dass er meine Schulden haben will? Da kommen sie. Selbstreparatur läuft. Wir werden angegriffen. Na ja, komm dann. Wir sind zu langsam. So, dann fahrt darüber, fahrt den aus dem Weg. Okay, eine 500.000 wollen die für meine Anteile zahlen. 700.000, jetzt bin ich eh schon raus. Ich hätte theoretisch... Nee, ich lasse die jetzt erstmal so viel bezahlen, wie nur irgend möglich. Klar, wenn ich die nachher für weniger zurückkriege, dann habe ich ja einen guten Deal gemacht. Diese Variable war unvorhersehbar. Gut, dass sie verschwunden ist. Ja. Alles in Ordnung, meine Freunde, alles in Ordnung. Ich habe Pläne. So, und ihr zahlt gerade meine Schuld. Ich würde mir mal an eurer Stelle Gedanken machen, ne? Selbstreparatur läuft. So. Dann haben wir das hier, das Problem gelöst. Und jetzt haben wir noch hier, seien Sie siegreich, Mission Verteidigungslinie Linie Tonra. Ist wir das werden hier? Alle Kräfte aufbringen ja. müssen, die Sie haben. Können wir Schiffe upgraden? Ja. Was graden wir denn ab? Das hier geht nicht. Benötigt eine höhere Militärstufe. Einfach alle. Gut. Zufrieden? Wir haben genug Iridium und auch genug Geld. Ich kann die Schwierigkeit auswählen. Ja, Militäraktion nehmen wir mal Standard. Da jetzt keine Lust irgendwie auf große Komplexität. Das muss jetzt echt nicht sein. Wir fahren da schnell rein und machen die weg und dann ist die Orbital Watch. Easy. Sie hat alles aufgefahren, was sie hat. Sie wissen, dass wir uns nicht verteidigen können. Und trotzdem bedrohen sie uns mit einer Welle Schlachtschiffe nach der anderen. Wir brauchen hier unbedingt ihre Unterstützung. Ja, wir wünschen niemals einen Fuß auf unser Gebiet gesetzt zu haben. Die erste Welle wird die zweite wegfegen. Ach bitte, Drake. Du bist so ein Lappen. Roger. Also, was ist denn das Ziel eigentlich? Seien Sie siegreich. Neutralisieren Sie den Eradiktor der Orbital Watch. Was ist denn der Eradiktor? Ach, das fette Schiff da, okay. Dann nehmen wir hier den EMP noch mit. Wir müssen uns mal ein bisschen vorbereiten. Bevor wir hier alle auseinandernehmen. So. Volle Kraft voraus. Die patrouillieren ja hier, ne? Oh, der war getarnt. Das ist ja fies. Die gibt es jetzt auch in getarnt. So, und? Kampfstationen. Feuer. Ah, das war nicht so optimal. Ist nicht so optimal gelaufen. Aber wir wurden von zwei Seiten gleichzeitig angegriffen. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt.
Hä, habe ich die gerade nicht gesehen oder waren die auch getan? Die habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Okay, also die sind jetzt nicht verharmt. Gut, dass wir unsere Schiffe noch geupgradet haben. So. Also ich würde sagen, wir müssen hier durch, um den Sektor hier klar zu machen. Bereit für Einsatz. So, das Ding hier ist mir im Weg. Ja, so ein paar Protonenraketen nehme ich immer ganz gern. Das ganze Zeug, das hier rumliegt, nehme ich auch gern. Ah, ich glaube, wir nähern uns. Ja, wir nähern uns. Oh, schon wieder so ein... Verstanden. Space Shuttle dockt an. Ja, das ist gut, wenn Space Shuttle andockt. Energieschilde aktiv. Na, Energieschilde waren jetzt nicht so optimum. Selbstreparatur läuft. Bestätigt. So. Ich kann nicht gut mit Waffen umgehen. Könntest du das vielleicht für mich erledigen? Liefern Sie 2 Raketensperrfeuer. Als ob ich dir davon was abgebe. Alle zum Einsatz. Oh, da ist unser Ziel. Nein, ich möchte mir vorher hier und hier die Nuklearraketen noch holen. Das wäre mir persönlich lieber. Macht der jetzt eigentlich seine eigene Sperre hier kaputt, oder? Tatsache. Neues Stationsmodul zum Andocken frei. Okay. 2. Dann greifen wir das hier an. Unterwegs. Dann fahren wir darüber. Starte Nuklearrakete. So, dann haben wir hier kurz ein bisschen Ruhe. Wir werden beschossen. Und dann fahren wir darüber. Feind entdeckt. Und holen uns das. Dann einmal reparieren. Reparaturdrohnen gestartet. So, und jetzt machen wir Party hier. Kampfstationen. Kampfstationen. Sie greifen an. Na. Wir werden angegriffen. Ach, was. Energieschilde aktiv. Starte Nuklearrakete. Wir werden angegriffen. Das mit einem Feuerwerk. Kampfstationen. Sie greifen an. Bestätigt. Gut gemacht. Das Sie haben eine Katastrophe war jetzt ein bisschen zu einfach. Okay, vielleicht machen wir die nächste Mission doch wieder auf ein bisschen schwieriger. Das war jetzt ein bisschen zu einfach. Die Flüchtlinge sind in Sicherheit. Ja. Aber Drakes Flotte, seine Schlachtschiffe, das sind nicht nur Söldner. Drake muss militärische Anlagen auf der Erde besitzen. Ich muss Ihnen danken. Ohne Sie wäre von unseren Protektoraten nichts übrig. Na dann. Die Landeplätze sind bereit für Frachtschiffe. Jetzt können sie interorbitale Transportrouten einrichten. Ah. Aber das heißt nicht, dass ihre Kolonie sicher ist. Die Versorgungslinien von der Erde sind leichte Ziele. Ja. Ich empfehle, dass sie ihre Kolonie so unabhängig und autark wie möglich machen. Ja. Ich würde sagen, dafür, dass wir ihn gerettet haben, kriegen wir jetzt eine Baugenehmigung für alles, ja? Gut. Ah, okay, wir können theoretisch natürlich, wenn wir Samen International übernehmen, dann gehört uns das wahrscheinlich. Und das auch, oder? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Und wir haben ja eigentlich durch das DLC noch irgendein Ding. Ach ja, hier. Das ist das, oder? Naja, wir müssen mal gucken. Transportrouten. Wir brauchen... bionische Erweiterungen. Ach, Moment. Wir müssen auf dem Mond erstmal wieder die ganzen Anlagen hochfahren. Ja, und dann mal schauen,
ob wir unsere Anteile zurückkaufen können. So, also wir schalten das ein. Konkurrenten bieten auf ihre Firmenanteile. Gegenmaßnahmen empfohlen. Der menschliche Körper ist nicht für die Schwerelosigkeit geeignet. Zum Glück hat ihre Biotech-Abteilung Wege gefunden, die Gesundheitsrisiken für ihre Astronauten zu verringern. Ah, minus 1000. Die sind ganz schön dämlich, oder? Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Also ich meine, ich mache gerade echt viel Minus. 3000, aber die laufen beide. Wir müssen nur für den einen Anteil 1000 zahlen. Und die zahlen trotzdem 800k. Stimmt doch was nicht. Das wird in der Zentrale gewiss Zuspruch finden. Einer hat auch in die Kommentare geschrieben, dass ich irgendwie gegen Einfluss meine Dinger schützen kann. Aber ich wüsste jetzt nicht wie. Naja, also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal her. Man sieht schon, die wurden generell runtergeratet jetzt auch. Und ach so, wir machen weniger, weil... Und jetzt versuchen wir das zurückzukaufen. So. Sie werden mehr bieten müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Ja, ja, ja. Jetzt warte doch. Einfach abwarten. 800.000 hat das letzte gebracht. Wenn wir das für unter 800.000 kriegen, haben wir einen Gewinn gemacht. Und dadurch, dass wir so viele Schulden haben, könnte das möglich sein. Weil wer kauft schon Anteil, für den er 1000 im Monat zahlen muss, ne? So. Wir zahlen jetzt 400.000. Ich bin sicher, dass sie aus ihren Fehlern lernen. Sag mal, willst du mich etwa aggro machen, oder was? Das gehört ihm nicht mal. Sag mal! Ich glaube, es hackt. Kartellverstoß melden. Sie werden mehr bieten müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen. So, ich habe jetzt meine Firma nochmal abgewertet. Nächstes Mal wird es besser laufen. Okay, es hat mich ein bisschen Einfluss leider gekostet. Das war schlecht. Und wir haben nur das Gleiche wieder zurückbekommen. Okay, ich muss die Börsentricks muss ich alle noch so ein bisschen rauskriegen. Das war wahrscheinlich die Idee mit dem Einfluss, dass ich das nur mit Börsentricks mache. Ja, gucken wir mal. Also, jetzt können wir eher wieder Gewinne erzielen. 3 Anteile können sie gerne haben, dann haben wir hier noch ein bisschen Cash. Oder versuchen wir noch... Oder wartet mal. Ja, wir haben nicht mehr viel Einfluss, ne? Komm, ich versuche mal, hier von ihm was zu kaufen. Aktionskosten 25 Einfluss. Kann ich das überhaupt machen? Nö, kann ich gar nicht. Ich habe nicht genug Einfluss, um meine eigenen Sachen zu kaufen. Okay. Okay. 74 pro Stunde bekommen wir. Okay. Naja. Also, wir wollen... Ja, wir können ja erstmal anfangen mit den Verjüngungskuren. Die wollen wir von da zum Mond transportieren. Und zwar, also dass wir auf Mond plus 2 haben, erstmal. Oh, ist teuer. Hier oben sind ihre Kolonisten immer zu kosmischer Strahlung ausgesetzt. Ihre Raumanzüge halten etwas davon ab. Neutrans- Der Rest wird von starker Medizin wie dieser neutralisiert. Transferroute registriert. So, und jetzt, wo wir so richtig... viel. Was ist das jetzt? Ach so, das habe ich hier offen. Ja, nee, wir haben nicht genug Einfluss. Ja, schade.
Ja, jetzt machen wir dann wieder Gewinn. Jetzt sind unsere Anteile dann wieder mehr wert. Das ist das Problem. Okay, wir brauchen aber auch mehr. Der Unternehmenswert ist gestiegen. Ja. Genau, das habe ich befürchtet. Also eigentlich ist es gut, aber... Ja. Eigentlich ist das gut. Das ist eine wichtige Arbeit, also konzentrieren Sie sich. Okay, wir können noch einen bauen. Ich möchte die jetzt von der gleichen Größe bauen und dann hier nochmal so einen Schildgenerator. Okay, geht jetzt genau auf. Sehr gut. Und die hier wollen noch Reparaturen haben. Okay, das können wir auch machen. So ein Maintenance Center können wir dann da mal hinbauen. Auf dem Mond lebt man wie in einem Aquarium. Ein kleines Leck und die Zustände werden gefährlich. Aber sie sind für alles gewappnet. Shuttle kommt planmäßig an. Ja. Das ist natürlich schon ein bisschen problematisch langsam. Warnung. Energieknappheit. Ja. Chill dein Leben. Auch weil es nicht an der Straße ist, dein Ernst. Also. Ah. Genau das wollte ich erreichen. Das heißt, hier vorne, die würde ich dann mal upgraden. Ich kann es kaum abwarten, meinen Beitrag zu leisten. Das sind ja, also das hier sind jetzt Minenarbeiter und das sind Offiziere. Die Feinherren Offiziere. Neue Gebäudearten verfügbar. Oh, man kann ganz schön viele upgraden. Braucht man keine Minenarbeiter. So, hier das einzige Offizierhaus im Arbeiterviertel. Bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Hi. Was kann ich für Sie tun? Die zahlen jetzt auch nicht so wirklich. Mondnahrung, Schwerkraftkompensation, Intelliware, Androiden. Natürlich brauchen die Androiden. Ich brauche einen Androiden, Leute. Für mein Leben. Verbrauchsgütern entdeckt. Und Gesundheit. Ja gut, das ist in Ordnung. Ja, was brauchen Sie denn? Einen Androiden. Wozu? Für mein Leben. Ja gut. Braucht Mondeisen, Monderträge. Okay. Weltraumkombüse. Okay. Ja. Wie viel kann ich da? 6 Module. Okay. Sind hier irgendwo vielleicht noch so ein paar Platten, die rumliegen? Ja. Und ja. So. Aber dann machen wir hier gleich Vollgas. Ah, sind wir noch zu teuer. Hier auf dem Mond bei den Sachen, vor allem, wir können ja mal kurz gucken bei dem hier, das hier ist es, ne? Das kostet 3000. Hier würden sich dann natürlich so, ja, wobei, hier gibt es keine, die Geld sparen. Also Logistik und so Sachen. Von der Firma. Ne, von dem will ich nichts kaufen. Werten. Transaktionssteuer. Wieso kann ich eine Transaktionssteuer erheben? Das würde mich schon interessieren. Er kauft seine Anteile und ich gehe her so, ich will jetzt 15%. Ich
ich nehme es mir, weil es mir zusteht. Kartellverstoß melden. Hält die Auktion an. Ja, aber für einen Kartellverstoß brauche ich ja wahrscheinlich auch wirklich einen Kartellverstoß. Ich glaube, 800.000 ist momentan so... Meine Vorgesetzte ist zufrieden mit dieser Entwicklung. Ach ja, ich erinnere mich noch immer mit seiner Vorgesetzten. Er entscheidet nichts selber. Immer alles meine Vorgesetzte. Verantwortung für irgendwas selbst übernehmen? Nein, also bitte. Verrückt. Ach ja, Fusionszellen. Fusionsreaktor. 500 Offiziere. Regulitsammler. Okay. Eine Kombüse. Also wir haben jetzt aktuell 66 Monderträge. Und hier können wir dann eine Kombüse hinbauen. Sie haben auch sicher das Essen hier probiert? Ich bin froh, dass Sie von Ihren Kolonisten nicht erwarten, von Brei aus der Tube zu leben. Ach so, das Essen hat sie wahrscheinlich gemeint, das, was es davor gab. Ja, nee, also, ja, ich bin der sozialste Arbeitgeber ever. Fast. Also unsere Anteile dürften jetzt echt wenig wert sein. Ach, wir haben nicht genug Einfluss. Will einer mal versuchen, einen Anteil von mir zu kaufen? Wir machen halt echt hart miese. Ingenieursinstitut, ja, das ist jetzt gerade auch nicht so relevant. Und 40 von den Platten. Wir können mal schauen, wie die Handelsrouten so laufen. Aber bevor wir das schauen, mir fällt gerade ein, wir sind schon bei 37 Minuten. Die Handelsrouten checken wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.